Hallo meine lieben Freunde von Survival-Folge Black Ops 2 mit mir Razer Games. Ja, ich bin gerade ein bisschen leiser, weil wir nämlich gerade, ja, knapp 12 Uhr haben nachts. Das ist super. Auf jeden Fall eine Runde Black Ops 2 mit mir Razer. Stambov, Grenzstadt Kyrgyzstan mit der AN-94. Team Deathmatch müssen wir ein bisschen leiser machen bei mir, sonst brülle ich nämlich wieder rum wie so ein Bescheuerten. Und das wollen wir heute mal nicht. Was ich allerdings möchte, ist über ein Thema sprechen, und zwar ob Let's Plays eine Zukunft haben. Ne? Darüber möchte ich euch mal über meine Meinung informieren. Kann man das so sagen? Ja, doch, kann man eigentlich so sagen. Und zwar denke ich, nee. Ich glaube nicht, dass Let's Plays, ja, denkst du, wo kann sich hinlegen? Ne? Nee, die ist alt. Ich glaube trotzdem drauf rein, also nur wenig Leben, glaube ich. Ich glaube nicht. Oh Gott, was schlecht war das denn? Ich glaube nicht, weil ich denke, so in 10 bis 20 Jahren, ach, wenn überhaupt, wieso ist denn der jetzt hier gestorben? Ich bin Privatermittler. Oh, okay, Moment, warte. Privatermittler muss kurz kämpfen. Privatermittler auch gut. Moment schon, ich bin gerade ein bisschen leiser. Ansonsten würde ich sie wieder ausrasten, rumkichern und der Anfall bekommen von Lachen, aber... habe ich, aber das ist nicht möglich, aber was wir machen ist auf jeden Fall, dass die, Alter, wieso habe ich denn jetzt gerade, das war gerade die Mega-Ping, ne, ich glaube nicht, dass YouTube eine Zukunft hat, dass Let's Play eine Zukunft hat. Ich glaube, in ein paar Jahren redet da keiner mehr drüber. Ich glaube, das gab es ja schon oft in der Geschichte, dass es da so Sachen gab, wo so voll hochgehypt wurde, alle von geredet haben und dann am Schluss, ja, kam nichts bei raus, geredet ist hier sogar wortwörtlich zu nehmen und jetzt wurde ich abgeschossen. Und der war, hab da meinen Razer ruhig, das ist voll krass eigentlich. Ich entschuldige mich für alle psychischen Schäden. Psychischen Schäden. Mann, ich kann mit der Waffe nicht zocken, wartet mal. Klasse wie MSMC. Gibt's nicht sogar eine Krankheit, dieses FSMC. Oder? Ja doch, ich glaube. Naja, Razer und seine Erkundnisse. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, Let's Plays haben keine Zukunft. Weil, scheiße, ich bin abgelenkt. Ich glaube, das wird einfach nichts. Ich glaube, das ist einfach, ich kann es auch gar nicht richtig begründen, aber ich denke mal, dass da dann auch die Spieleentwickler wie Ubisoft, EA, Rockstar, dass die alle pleite gehen werden. Ich glaube, das ist ein paar Jahrzehnten ist Gaming generell ausgestorben. Ich meine, das fasziniert zwar, aber irgendwann ist, glaube ich, Schluss. Dann gibt es einen neuen Hype, wieder alle drüber reden. Und dann, ne, also ich glaube, das Let's Play oder generell sich Gaming nicht mehr lange halten wird. Ich glaube, das wird echt in ein paar Jahren. Oder was heißt in ein paar Jahren? Let's Plays werden, denke ich mal, in ein paar Jahren aussterben, aber Gaming an sich hilft vielleicht noch 30, 40 Jahre, aber dann ist auch damit Schluss, denke ich mal. Also ich glaube, das ist einfach gerade das Medium, mit dem man einfach die meisten, das ist einfach diese Faszination. Und wenn sich die gelegt hat, wenn man einfach schon das Maximale erreicht hat an Spielen, und ja, das gibt es. Es gibt irgendwann einfach ein Maximum. Spätestens dann, wenn man einfach die Realität dargestellt hat. Wenn das erreicht ist, dann ist es egal, weil Gameplay ist bei vielen Spielen vollkommen irrelevant. Ich meine, man gibt sich halt mal ganzen Spiele von EA wie Battlefield oder so. Da interessieren, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch kauft ihr das Spiel wegen dem Gameplay? Man kauft sich eigentlich, wobei bei Battlefield 4 kann ich es mir, naja, Battlefield 4, bei Battlefield an sich, wofür die Flasche, ey, kann ich mir das sogar noch vorstellen, aber jetzt zum Beispiel bei Watch Dogs. Ja, die Grafik nicht so mega awesome, hätte ich mir das Spiel nur vielleicht gekauft, weil mein Gameplay ist ganz interessant, mit dem Hacken und so, ist ganz spaßig, aber na, für 70 Euro, ich habe 110 bezahlt, wie eine Deathstick Edition, würde ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ob ich mir das jetzt wirklich besorgen wollte, für so viel Geld, ja, auch das Let's Play war ein Grund, das ist, um es mir zu kaufen, dass ich das Let's Playen kann. Aber ich glaube, sonst hätte ich es mir vielleicht sogar echt nicht geholt. Nur weil ich die Grafik immer so awesome fand, die auch am Schluss awesome war. Also das kann man ja echt überhaupt, das kann man ja überhaupt nicht
hier, ne, streiten. Die Grafik war einfach toll. Vielleicht nur nicht so toll, wie die in den Trailern gezeigt wurde. Es gab dann diesen ganzen Shitstorm deswegen, aber an sich war die Grafik cool. Hat mir auch gefallen vom Stil her. Das ist einfach ein realistischer Stil. Weißt du, das ist nicht so in GTA, aber auch an Comic dabei ist. Und ich kriege gerade hier mal in den hier. Sondern weil da wirklich die Realität so dargestellt ist. Und ich finde, das ist so ein Spiel, wo man bei Nacht und Regen wirklich auch mal mit der Realität vergleichen kann. Hallo, Verkehrsbeamte. Ne, Freunde, das sollte mal gesagt werden. So, das war nicht das Thema. Verdammt, also ob das Gaming an sich. Ja, das für eventuell noch, aber Let's Plays, glaube ich, haben keine Zukunft. Irgendwann wird sich ja für keine mehr. Ist das so voll Schwebepapier, ja. Irgendwann wird Let's Play aussterben. Das bin ich mir sehr sicher. Also ich habe auch in nicht mehr allzu langer Zeit. Oh. Ja, das war das hier. Okay, also Assassin's Creed Unity reden. Steht jetzt dann an. Dann in ein paar Tagen. Fuck, habe ich schon meine Granaten geschmissen. In ein paar Tagen gibt es Assassin's Creed Unity. Hallo? Let's Play hoffentlich auf meinem Kanal. Also soll auf jeden Fall was zu dem Spiel kommen. Entweder das Let's Play oder ich mich über das Spiel aufrege, weil es auf meinem PC nicht läuft, weil Ubisoft die Portierung richtig scheiße gemacht hat. Weil es liegt nämlich definitiv nicht an der Grafik dann. Weil die Grafik ist zwar toll, kann ich mich nur wiederholen, aber die ist nicht so toll. Das ist eine 760, also GTX 760. UC, voll wichtig, egal, nicht schafft es. Das ist einfach nicht so. Als Ubisoft, wenn das wirklich so sein sollte, die Portierung, ja, dämlich gemacht, sage ich mal. So, wir machen eine schnelle Runde. Ist ja eigentlich, dachte ich mir schon, ja, jetzt höre ich vielleicht auch noch ein. Also, wir machen jetzt ein Partyspiel, Partymix. Das ist ganz so lang, weil ich ungefähr, glaube ich, weggegangen. Alle auf, Slums Panama, Stock und Stein. Ja, das spielen wir noch zum Abschluss der Folge. Ne, weil Ubisoft, ja, das ist so eine Sache, weißt du. Früher fand ich Ubisoft ganz geil, ohne Vorurteile und so, aber seit Watch Dogs erst so richtig, habe ich realisiert, dass Ubisoft eigentlich auch nur noch nach dem Geld ist. Fuck. Da wurde ich erstmal entehrt. Wie heißt das? Entehrt heißt es, glaube ich, oder? Wo du alle Punkte wegbekommst. Ne, das war doch mal ein ganz anderen Modus, oder? Modi. Nicht Modus. Ja, genau, Demütigung heißt es. Oh Gott, fuck. Alter, wieso muss ich denn eigentlich in jedem Scheiß-Spiel schlecht sein? Das war ganz ehrlich. Was heißt in jedem Scheiß Multiplayer-Spiel in Black Ops 2? Wieso? Wichser. Fuck, ey, Mann. Also, was ist das denn für eine Scheiße? Ganz ehrlich. Wieso denn in jedem Kackspiel? Das kotzt mich so an. Das darf ich nicht mehr rumrühren. Das ist doppelt so dämlich. Die Idee ist das doppelt dämlich. Fuck. Komm. Wie geil ist er denn? Ach man. Ah, warte mal. Wie kann ich denn... Wechsel ich denn? Ja. Super. Auf den Zeitplan achten. So, warte mal. Mal eben. Geht doch in meine Fresse. So, hallo. Gegner. Hallo. Na, denkst du wohl, hä? Fuck, scheiße, hat er wohl zu Ende gedacht. Arbeitszeit ist sowieso vorbei, glaube ich, oder? Ist noch jemand? Nee, Niederlage. Na ja, gut, Leute, ich würde sagen, eine kürzere Runde Black Ops 2. In der nächsten Folge geht's weiter. Irgendwann halt. Jetzt wäre gar kein Ziel. Wie auch immer. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao.